Hey, man! Hast du nichts zu tun? Sag mal, bist du bescheuert? Ich habe mich gerade durch die Ochs durchgemetzelt und das Erste, was du mir zum Empfang sagst, ist, hast du nichts zu tun? Ich bring dich gleich um, Mistkerl. Ah, der Problemlöser. Na dann komm mal her, du Mistkerl. Tch, lass mich mal sehen, wie ein beschissener Held aussieht. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe mich gerade durch eine Armee von Orks durchgemetzelt. Ich komme hier an. Der Erste, den ich anspreche, sagt mir, hast du ein Problem? Und der Zweite, den ich anspreche, geht mich blöd an. Wie sieht denn ein beschissener Held aus? Und da fragt sich ernsthaft jemand, warum ich nicht für die Königstreuen kämpfe? Also bitte, das sind ein paar Arschgesichter, das geht überhaupt nicht. Was ist dein Problem, du Spinner? Seit das Schiff die Esmeralda gesichtet wurde, hat hier jeder Idiot nur von dir gesprochen. Weil ich's drauf hab. Du wirst uns befreien, heißt es. Du wirst die Orks zurücktreiben, heißt es. Na. Wir haben hier bisher nur Hunger geschoben, das ist alles, was ich weiß. Ich glaube nicht, dass du die ganze Mühe wert bist, wenn ich dich so ansehe. Der eine kann, der andere nicht. Ich kann, du nicht. Pah! Sollte dein Spott im Halse stecken bleiben. Ah, pure Epicness. Ich liebe diesen Spruch. Der ist so toll. Den habe ich mir auch fürs wahre Leben adaptiert. Der ist so toll. Ich mag den. Der eine kann, der andere nicht. Ich kann, du nicht. Kann ich mit dir handeln? Ich bin kein Händler. Ich muss nur dafür sorgen, dass hier jeder satt wird. Wenn du was kaufen willst, dann geh in die innere Burg. Ja, ja, ist ja gut. Wie kann ich euch helfen? Wir sind von der Außenwelt abgeschnitten, Mann. Wir verhungern. Wir brauchen mindestens 30 Laibe Brot. Ach Gott. Jedoch werden wir alle bald vor Entkräftung umkippen, wenn wir kein Fleisch zwischen die Zähne kriegen. Wir brauchen an die 30 Stück gebratenes Fleisch. Verstehe. Ist das dein... Verstehe? Das ist alles, was... Halt die Klappe, du Pissgesicht! Ist das sein Ernst? Die sind kurz vorm Verhungern und er stellt ernsthaft Ansprüche, was er zu essen kriegt? Er sollte zufrieden sein mit 30 Laiben Brot, aber nein, wir müssen ja noch unbedingt gebratenes Fleisch dazu holen. Sonst kippen wir aus den Latschen, natürlich, ist klar. Hier hast du 30 Laib Brot. Weg mit dem Kram. Du hast uns Brot gebracht? Ja, weil ich gut bin. Danke. Hier hast du was, das du in der Welt da draußen bestimmt gut gebrauchen kannst. Was denn? 5 Mana-Tränke, na toll. Kann ich nicht gebrauchen, mein Freund. Hier sind deine 30 Stücke gebratenes Fleisch. Ich kann's nicht fassen. Du beeindruckst mich. Du bringst uns Fleisch. Einfach so. Hier. Vielleicht kannst du das da draußen gebrauchen. Heiltränke? Ja, danke schön. So. Kannst du mal sehen, was für ein Arschloch ich bin, ne? Lass mich. Dass, obwohl du mich so beschissen beleidigt hast, trotzdem noch was zu essen für euch bringt. Also bitte. Halt dich beim nächsten Mal zurück. Und denk dran. Der eine kann, der andere nicht. Ich kann. Du nicht. Gut, dass du kommst. Verdammt nochmal. Endlich mal jemand Freundliches. Schon, ein vielversprechender Mann von draußen gekommen ist. Wenn ich dich so ansehe, muss ich sagen, sie haben nicht übertrieben. Hört, hört. Ich hoffe, die Situation da draußen ist nicht so hoffnungslos, wie hier alle behaupten. Zum Teufel. Sagen wir mal so, sie war hoffnungslos, bevor ich kam. Jetzt sieht's gut aus. Bist du hier der Oberbefehlshaber? Ja, verflucht. Und es ist ein Höllenjob. Ich muss zum König. Jawohl, das musst du. Er wird sich freuen, den Teufelskerl zu sehen, der es von draußen hierher geschafft hat. Geh hoch in die Burg. Er wird schon auf dich warten. Wenigstens die Leute, die Ahnung haben, freuen sich darüber, dass ich endlich da bin. Das ist ja wunderbar. Wie ist die Situation hier in der Burg? Es ist verdammt nochmal viel schlimmer, als es aussieht. Wir haben einfach zu viele Verluste zu beklagen. Das lässt selbst einen harten Mann wie mich zweifeln. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ich weiß nicht, ob man einem Hundesohn wie dir noch etwas beibringen kann. Aber ich werde es versuchen. Gucken wir mal. So, was kannst du denn Tolles? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Große Waffen, Meister der Armbrust. Meister der Armbrust klingt gut. Lehre mich, ein Meister mit der Armbrust zu werden. Ja. Hör auf zu denken. Konzentriere dich nur auf eines. Deinen Gegner zu töten. Ein guter Schütze kann seinen Feind mit einem einzigen Schuss töten. Nutze diesen Schuss. Du brauchst nur diesen einen. Das war jetzt äußerst lehrreich. Also, sorry, aber das ist so dumm und inhaltsleer gewesen. Das ist... sowas regt mich auf. Wie kann ich helfen? Letzte Nacht hatten wir ein Scharmützel mit den verfluchten Orks aus dem Ostflügel der Stadt.
Die Misthunde haben uns auseinandergetrieben. Einer meiner Männer hat es nicht mehr zurückgeschafft. Sein Name ist Tordia. Er versteckt sich irgendwo im Ostflügel der Stadt. Wenn du uns helfen willst, dann finde ihn und bring ihn sicher wieder zurück. Yay, na da gucken wir doch gleich mal, dass wir den verschollenen Paladin Tordia finden. Aber erstmal geben wir Georg ab. Ich hab dir den Paladin Georg gebracht. Potzblitz, da sind also tatsächlich noch Krieger da draußen. Sobald wir diesen Teil der Stadt gesichert haben, werden wir uns um sie kümmern. Gutes Gold für gute Nachrichten. Hier, nimm. Leute, ich hab den Weg zum Tempel schon sicher gemacht. Was denkt ihr, wie ich hierher gekommen bin? Die fünf Feldherren der Orks sind tot. Aha. Verdammt! Ich wusste, du würdest dir etwas bewegen. Aber herrje! Du bist der beste Kämpfer, den ich je getroffen habe. Und ich habe schon viele gesehen. Gutes Gold für den glorreichen Sieg. Oh, das hört man gern, das hört man gern. So, 2000 Gold, wunderbar. Gut, also dafür, dass ich jetzt gerade im Prinzip die Stadt gerettet habe, ist es jetzt nicht sonderlich viel, aber hey. Hast du nichts zu tun? Dass die immer so unfreundlich sein müssen, ich fass es nicht. So, hier gibt's aber ansonsten auch nichts mehr. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal los. Erstmal reden wir mit Georg. Und dann gehen wir los, Tordir zu suchen. Danke für deine Hilfe, Fremder. Oh, kein Ding. Du bist in Ordnung. Hier, nimm diese Heiltränke. So wie du drauf bist, wirst du sie brauchen. Danke dir, das ist auch nur zu wahr. Und ich finde es gut, dass du sie mir gibst, obwohl du selbst auf der letzten Rille schon liegst. Aber du kämpfst ja nicht mehr, du sitzt ja jetzt nur noch dein Fleisch hier faul ab. So, und wir gehen mal suchen. Ich würde denken, der war irgendwo hier hinten. Ich glaube, der ist hier hoch. Es kann auch sein, dass ich mich jetzt irre. Das ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Und vor allem ist es eine Weile her, dass ich das letzte Mal in Vanguard war. Aber ich würde denken, der war irgendwo auf dieser Stadtmauer, beziehungsweise wahrscheinlicherweise auf diesem Turm. Gucken wir mal. Die Truhe machen wir auf dem Rückweg auf. Vielleicht habe ich auch bloß im Kopf, wie ich hier sinnloserweise hochlaufe. Das kann auch sein. Nein, da ist er. Sehr gut. Sehr gut. Mein Gedächtnis hat mich nicht betrogen. Du wirst in der Burg vermisst. Ist ja entzückend. Quatsch nicht rum. Hol mich raus hier. Hä? Bist du blöde? Los, beweg dich. Ich bring dich zurück in die Burg. Bist du sicher, dass wir das überleben? Na gut, mir bleibt ja keine Wahl. Folge mir. Siehst du irgendwelche Orks hinter mir? Bin ich also hier hochgelaufen und habe nicht gegen die Orks gekämpft? Nein, ich habe gegen die Orks gekämpft und ich habe sie getötet, Gottverdammt nochmal. Das heißt, unten muss alles sicher sein. Idioten. So. Musste ich mal loswerden jetzt. Das ist ja... Also, ehrlich mal. Pah. So. Und jetzt runter mit uns. Tordir sah lustig aus. Ich finde seinen Bart toll. Ich brauche einen Dietrich. Ach nein. Oder den richtigen Schlüssel. Uns sind die Dietrich immer wieder ausgegangen. Das ist ja super. Kommst du, Tordir? Komm schon, ich bin gleich hier runtergehüpft. Ich habe abgekürzt. Ach, wo geht der denn lang? Dann gehen wir halt hier lang, ist mir auch recht. Komm, lauf, 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 keine Müdigkeit vor Schützen. Lauf, du faules Stück, ich treib dich an, bis dir die Lunge aus dem Halse, nein, die Zunge aus dem Halse hängt. Wärst du nicht gewesen, wäre ich da drüben noch verreckt. Ja, ja. Hier, nimm diese Heiltränke als Dank für meine Rettung, Fremder. Interessante Rüstung, muss ich mal gerade sagen. Die erinnert mich sehr an die Stuarker-Rüstung aus Gothic 4, beziehungsweise Arcania. Ich weiß, viele sehen das nicht als Gothic 4 an, ich nenne es jetzt einfach mal so. Aber nochmal zu meinem Drill zurück. Ich treib die Leute so sehr an, dass nicht bloß die Zunge aus dem Hals hängt, sondern dass die Lunge aus dem Hals hängt. Könnt ihr mal sehen. So, kann ich noch irgendwas? Nee. Kann nichts mehr mit dem besprechen. Nee, aber echt mal, die Rüstung sieht interessant aus. Dieses Grüne darin und dieses Zeichen auf der Brust erinnert mich sehr stark an die Stuarker-Rüstung. So, mein Freund. Ich habe den Paladin Tordir gefunden. Der verfluchte Idiot. Was? Hä? Tordir ist wieder wohlbehalten in der Burg angekommen. Gutes Gold für gute Arbeit. Hier, nimm, du Teufelskerl. Ja, yeah, wunderbar. Ich mag Corbrin irgendwie. Der ist lustig. Vor allem freut er sich auch über alles, was wir machen. Das finde ich schön. Solche Leute braucht es öfter in diesem Spiel.
Aber nein, es gibt ja viel mehr Jammerlappen und übelst unfreundliche Leute, die uns blöde kommen, so wie der hier. Kümmer dich besser um deinen Kram. Oder der hier. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Oder der hier. Stör mich nicht. Oder der hier. Mach hier keinen Ärger, klar? Und damit herzlich willkommen in der Burg des Königs, wo auch dieselben abgehalfterten Gestalten wie überall herumsitzen. Geh jetzt besser. Genau, und immer noch dieselben lustigen französischen Damen, die keinen Ärger haben wollen. So. Lass mich in Ruhe. Oh, nicht Mach so freundlich. Hier keinen Ärger, klar? Bonjour. Endlich jemand von draußen. Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben. Willkommen. Lass mich dir meine Waffen zeigen. Oh ja, sehr gern. Verdammt, mein Tee ist alle. Ich muss jetzt auf Wasser umsteigen. Das ist aber uncool. Kannst du mich das Schmieden lehren? Meine Fähigkeiten halten sich in Grenzen. Meine Fähigkeiten als Lehrer erst recht. Die wahren Meister und Lehrer der Schmiedekunst findest du in Nordmar. Okay, dann auf nach Nordmar. Tschüss, hat mich gefreut mit euch. Ich gehe. Nein, natürlich nicht. Brauchst du für deine Schmiede noch irgendwas? Wir brauchen Waffen. Die Paladine liegen in ständigem Kampf mit den Orks in der Stadt. Ich komme mit dem Ausbessern schon nicht mehr hinterher. Wenn ich 20 Waffenbündel hätte, könnte ich unsere Truppe wieder voll ausrüsten. Ja, das ist das Rebellenäquivalent zu der Mission, die wir in Monterra haben, habe ich ja schon erwähnt. Wir werden die Waffen nicht besorgen. Ich werde die Mission gar nicht erst annehmen, weil wir einfach nicht so viele Waffenbündel finden werden. Ich will lieber das in Monterra abschließen. Hier in Mengard, ach, das ist mir egal. Die können mich mal. Zur Not kann ich ja immer noch mal später zu Keldron gehen, wenn wir doch so viel finden sollten. Hast du nichts zu tun? Mhm. Lass mich in Ruhe. Und dann können wir das da klären. Ich weiß, man könnte schon mal zum König gehen. Wir waren gerade am Reden. Ach, echt? Aber ich will erst mal, dass wir draußen geklärt haben. Womit kann ich dir helfen, Fremder? Keine Ahnung. Seit die Orks uns belagern, hat sich die Qualität meiner Ware nicht verbessert. Aber vielleicht findest du ja doch noch was, was dir gefällt. Kein gutes Verkaufsargument, mein Freund. Kein gutes Verkaufsargument. Fehlt dir noch irgendwas? Machst du Witze? Es mangelt hier also ziemlich allem. Wir werden hier ausgeblutet und das schon seit Tagen. Das Nötigste, was ich brauche, ist Werkzeug. Hämmer, Sägen, einfach alles. Unsere Stadt wurde geschliffen. Wenn wir sie wieder aufbauen wollen, brauchen wir so einiges. Ja, sehr gern. Ich besorge dir das Werkzeug. In Ordnung. Wir brauchen 10 Hämmer. Dann brauchen wir 5 Sägen. Zu guter Letzt brauchen wir noch etwa 20 Spitzhacken. Tja, jetzt schau mich nicht so an. Ich habe den Krieg nicht angefangen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wozu genau braucht ihr Spitzhacken, wenn ihr die Stadt aufbaut? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Na gut, was soll's. Zeig mir deine Ware. Hämmer. Das ist total schlau. Wir kaufen jetzt Spitzhacken und Hämmer von ihm. Und geben sie ihnen dann im Rahmen dieses Quests. So, Langschwert, Rubinklinge, nee, das ist alles nichts für uns. Söldnerarmbrust, gut, okay. Wir können ihm ja mal dafür was geben, zum Beispiel dieses Paladinschwert. So, haben wir noch irgendwas? Ja, verkaufen wir mal ein bisschen Kram hier. Wobei, ist das Wenzels Schwert? Nee, das ist das Abgenutzte, was wir vorhin aufgesammelt haben, okay. Wo sind wir? Bei 2200. Okay, was hat er? 5600? Oh, können wir noch ein bisschen drauflegen hier. Ich werde einfach abwarten. Oh, halt, viel zu viel. So, müssen wir mal ein bisschen runtergehen hier. Zack, reicht das? Ja, das sollte reichen. Wunderbar. Wunderbar. 119 kann er behalten, das ist mir recht. Ich bin dir sicher, du hast noch zu tun. Drama Queen, aha. Ich bin gerade in einem ganz wichtigen Gespräch. Tut mir leid. So, hier ist auch nix. Doll. Ich würde denken, hier waren aber noch mehr Quests gewesen. Ich hätte auch gedacht, dass bei irgendeiner Frau hier ein Quest war, aber na gut, wer weiß. Das ist cool, hier bei 5 Frames die Sekunde rumzuzuckeln. ja, ich lasse es jetzt erstmal draußen. Wir gehen jetzt erstmal rein zum König. Oh nein, wartet, ich... Ich muss erst nach hier drüben gucken. Ich muss es tun. Hier ist auch nichts. Ja, die Truhen lassen wir jetzt einfach mal zu. Bevor sie rumjammern, dass wir hier rumplündern oder so. Hier euch schon drin. Ne? Ist egal. Scheiße, nichts los hier. Gut, dann auf zum König.